Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir eine Trainingssession gemacht und jetzt versuchen wir Volt zu besiegen. Ja, ich versuch mal, weil ich habe mir den Part, wo ich gegen ihn gefällt habe, ein bisschen angeguckt und keine Ahnung, ich habe verbundene Arts eingesetzt und bin irgendwie, keine Ahnung, danach direkt tot gewesen, was irgendwie keinen Sinn macht. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, dass ich es versuchen werde mit Schusswaffen und mal gucken, vielleicht bringt es ja sogar was. Meine Charaktere sind alle voll geheilt und so und ja. Mal gucken. Das jetzt schon lange her ist, können wir uns dann noch mal gucken. It's the spirate bolt. I remember that tingly feeling. So they recreated it? But we can't even control it. Nein, nicht die Katze. Weil gib mir ein Schwert drauf, ey. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Mit Erwin. Vielleicht triffst du Powertreffer. Ganz ein Powertreffer, okay. Aber ja, was zum Teufel? Ja? Wenn einer sagen, was ich dagegen machen soll, der schießt. Was zum Teufel? Der Kampf ist noch nicht mal eine Minute lang, ey. Ich krieg die ganze Zeit aufs Maul. Was willst du denn dagegen machen? Ey. Ey, was? Hä? Der ist Level 9. It's totally out of control. Haut ab, Mann. Ein Powder wahrscheinlich irgendwie zu was zu bringen. Ich glaube nicht viel. Mein Gott, hat er viel abgezogen. Last on the lie. Mein Gott, ey. Das ist ja so nervig. Der macht ein, zwei Angriffe und wir sind tot. Wir sind immer normal. Ich mach diesen scheiß Hüpfangriff, dann sind wir alle tot, ey. So ein Dreck. Ja, wir erstmal hier kaputt. Alter. Geh kaputt, geh kaputt. So. Dann schießen wir mal auf ihn. Und immer schön verbundene Arzt einsetzen. So viel dazu. Komm schon. Jetzt schön auf ihn draufballern. Können vielleicht so was bringen. Könnt euch ruhig miteinander verbinden, ne? Elise und Jude. Okay, mit Evan zu verbinden bringt ihm gar nichts. Was zum Teufel? Er lag einen Moment am Boden. Das hatten wir auch noch nicht. Alter. Er ist erst der wievielte Boss? Jetzt kriegen wir nur aufs Maul von den Bossen. Jetzt macht er auch irgendwie gar nichts, ne? Warte. Na super. Da dieser Angriff, ne? Was soll der Scheiß? So, zack. Immer schon die Dinger einsetzen. Okay, gut. Hat irgendwie was gemacht, ne? Das heißt, hier ist nicht gut, ey. Wir schlagen uns verdammt gut. Bitte, aua, aua, aua. Aua, geh weg, geh weg. What the fuck? Jetzt muss ich auch noch springen, oder was? Probier, der wird noch schwieriger. Ja, ich kann seine Abwehr durchbrechen. Das sind ja auch Angriffe. Elise? Danke. So, zack. Na. Oh, meine TP. Na. Oh.
glaube, es ist echt gedacht, dass man ihn mit Schusswaffen verballert. Zack, machen. Warte mal. Scheiße! Du kannst im Overlimit gehen oder was? Habe ich da jetzt gerade richtig gesehen? Oh nein, 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 nein. Bah, geh weg. Läuft gerade so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich treffe nie mit den Angriffen. Jude. Ich gebe dir mal orangen Dingens, damit du Heile einsetzen kannst. Ja gut, wenn Volt die ganze Zeit auf mich losgehen würde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Geh auf mich los. Oh Gott, Hilfe. Weil ich habe ein paar Mal oh Gott gesagt, aber egal. Das zieht 1000 ab, hallo? Mal auf mit dem Angriff. Ah! Das sah sehr schön aus. Oh, die machen eine heile Offensive, gut. Komm schon. Oh Gott, Hilfe. Evan, Evan, Evan! Wo ist Elise? Die glaube ich auch. Sehr ungünstig da, oh nein. Komm schon, wenn ich jetzt noch verliere, ne? Das wäre es ja wohl. Komm schon. Geht euch kaputt. Oh, verdammter Dreck. Ah! Einfach wegrennen, einfach wegrennen. Oh nein, was machst du jetzt? So, Jude, du auch noch. Vielleicht sind wir wieder alle am Leben, damit wir sterben können. Au, oh, und wir haben uns da richtig blöd platziert. Aua, ich brenne, ich brenne. Verdammter Dreck. Aua, aua. Na, weiß ich nicht, jetzt bin ich wegen der Verbrennung verreckt. Ah, Elise hat auch keine. Ah toll, der hat noch ganz viel AP, super. Na, wenn wir jetzt noch verrecken, ey, das ist ja wohl ein schlechter Witz, ey. Nein, geh weg, ich möchte nicht gegen dich, ich möchte nicht gegen dich, geh weg. Gut, komm du mal zu mir, bitte. I'm MVP right now. Oh nein, der will zaubern. Oh, was zum... Aha. Freck. Das ist so eine unfaire Reichweite. Oh nein, 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 nein. Fuck, was mache ich denn jetzt? Elise, hilf mir mal. Oh, die kommen immer wieder. Elise. Okay, da hinten, das ist... Schlecht, warum ist sie tot? Ey, warum kriegen wir jetzt so aufs Maul? Das ist ja nicht fair. Oha. Komm mit. Ja, du, verpiss dich. Oh nein, das war schon vielleicht blöd. Boah, der Typ, ne? Wo bist du? Hör auf zu schießen, Mann! Oh nein, wir sind sowas von tot. Was soll man gegen solche Angriffe machen, ey? Der kann voll unfair. Ey! Nein! Wir sind sowas von tot. Ahoa. Ma. Das gibt's doch einfach nicht.
Hör auf, Mann! Alter, das ist doch immer normal, was du hier abziehst. Wir sind gleich alle am Leben, mal wieder. Oh nein, gleich nicht mehr. Aber wir sind alle tot, ne? Aua! So, jetzt komm. So, macht sich Schaden. Mit ganz viel Schaden anrichten jetzt. Einfach Schaden anrichten. Ja, super. Boah, dreht mich so auf. Wir können hier fast gewinnen. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Mir egal wie. Einfach kaputt hauen. Boah, ich krieg die Krise. Nein, der macht da hinten irgendwas. Boah, mein Herzschlag, ne? Ja, genau, kommt hier hin. Kommt hier hin. Wenn einer hier kaputt geht, ne, dann... Ja, haben wir ein Problem. Komm schon, geh kaputt. Der hat nur so viel AP, ey. Na toll, der eine steht voll vor dem. Willst du mich eigentlich verarschen und ja. Elvin ist tot. Verrückt doch mal, ey. Verrückt doch mal, ernsthaft. Das ist doch nicht mehr witzig, was du hier abziehst, ey. Ich weiß, das hab ich schon mal gesagt, aber egal. Ja, mit noch Heilung aus. Nein, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Jude, ich brauche deine Hilfe. Aua. Mann, geht doch mal aus dem Weg. Komm schon, nur so ein bisschen. Komm schon, noch ein bisschen. Verreck, mein Gott. Verreck! Nein, wir verrecken hier noch. Nein, 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 ich brenne. Elise. Scheiße, jetzt ist nur Elise ruhig. Ja toll, was jetzt? Ja, ja, wir hätten es fast geschafft. Und jetzt haben wir auch keine Heilung mehr und wir sind alle tot. Dich nehme ich noch mit. So, dich habe ich noch mitgenommen. So, ich bin zufrieden. Oh, leck mich am Arsch. Dort sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Hat er jetzt übernommen? So, das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein, ey. Ich den Kampf verloren habe. Na, warte, du bist jetzt dran. So, erstmal ihr. Alter, also jetzt kriegen wir noch voll aufs Maul. Mein Gott, ey. Ich habe den Kampf auch schwer gewonnen. Reicht mir. Mir vollkommen egal, ob die anderen noch gelebt haben, ey. Den Typen habe ich besiegt und das hat was zählt. Ey. Oh mein Gott, ey.
kotzt mich so an. Ah, sehr gut. Ma. Nein, nicht den Scheiß schon wieder. Ma. Einfach so daneben. Ja, er kotzt mich so an, ne? Wir haben praktisch gewonnen. Und dann gehen wir natürlich die ganzen Heilgegenstände aus und alle sind tot und so und überhaupt nicht gut. Ach, oh. Ist aber auch nervig, der Boss. Ich stelle ungern den Schwierigkeitsgrad runter. Ich wollte halt eigentlich auch schwer durchführen. Dann muss ich hier einen Rückzieher machen wegen dem Bastard. Werden, wenn ich zum anderen Gebiet gehe, was ich mal denke, die auch irgendwann gehen werden, direkt danach, da hau ich wahrscheinlich jeden Gegner weg, weil das irgendwie das nächstgelegene Gebiet sein soll. Aber wir haben irgendwie gar keine Chance, irgendwie jetzt da rauszugehen oder so, oder so, und zu heilen. Irgendwie, wir sind die ganze Zeit hier voll im Arsch. Okay. Ich hätte auch eigentlich theoretisch weiter trainieren können und ihn dann irgendwann besiegt. Aber ist jetzt nicht irgendwie so weit, als wäre unmöglich, den zu besiegen. Also ein bisschen Training, dann ist das schon alles gut. Ich habe den ja auch besiegt. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich reite immer noch darauf rum. So. Geh bitte kaputt, ey. Ich habe die Schnauze voll von dir. Mit den Lies habe ich ihn auch besiegt. Ich möchte nur noch mal hinzufügen. Das tut mir so, tut mich so richtig befriedigen. Can Spyrite really be controlled? Please cheer up. We know you got this. Yeah. Tipo volunteers to be your guinea pig. What? Thanks everyone. So, wir haben es geschafft. Irgendwie. Ich bin nicht sehr glücklich darüber, aber wir haben es geschafft. Ja, die Story kann weitergehen. Spreading contamination? Control failed. Okay. Warum hast du das nicht schon vorher gemacht? To recreate the Spyrite vault. Balin would know. Let's head back to the roof. Ja, zurück aufs Dach, weil warum nicht? I don't know. Something is definitely not right. Vor einem Jahr. Ja. Coming here sure brings back memories from a year ago, huh? Yeah. All sorts of memories. Can't say I remember that part of our journey too fondly. You know what it means when you reminisce too much. They say it's the first sign you're getting old. What? Where did you hear that? I can't divulge my sources. The past is past. Now is now. Get over it and move on. Remember when Elise used to be so reserved? They always say that girls mature faster, but... Yeesh. Okay. Egal. Elementerz. Sehr schön. So, was wollte ich machen? Ich wollte Dinge sehen. Schwierigkeitsgrad natürlich wieder sofort auf schwer stellen.
Aha. Okay. Das war schon mal nicht gut. Ja, ich weiß, was passiert ist, ey. Wir sind gegen verdammt nochmal Volt hier angetreten, der uns voll mit allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Sind jetzt hier andere Schätzungen zu? Hey, Hallöchen. Der Ort hat sich verändert. Weißt du, ich hätte Schätze theoretisch verpassen können? Hey! Warum kommt dieser Scheiß eigentlich jetzt erst? Den hätte ich voll gebrauchen können während der Trainingssession. Oh Mann. Ey, das finde ich jetzt nicht nett vom Spiel. Ich meine, was hier alles drum liegt, ey. Ja, das gebrauchen können. Okay, Kupfererz, was weiß ich. Vielleicht auch Volt werfen können. Warum denn nicht? So, ach, hier war ich doch da drin, oder? Nee, war ich nicht. Haben wir hier noch? Nichts, doch, eine Truhe. Nee, doch, Mann, so viele schöne Sachen. Okay, du hast noch nichts hier. So viele schöne Sachen, die ich alle hätte gebrauchen können. Maha. Typisch. Das ist typisches Videospiel-Karma. Man bekommt etwas, wenn man es nicht mehr braucht. Man bekommt nichts, wenn man es am dringendsten braucht. Das ist die Definition von Karma. Wenn irgendwas vom Tisch fällt. Nur das ist eine andere Geschichte. Sehr schön. Na gut, dass ich jetzt noch ein paar Sachen hier abstauben kann. Das ist ja auch was. Hier, Stiefel, das sind alles Sachen, die hätte ich viel früher gebrauchen können. Ja, ich will ja nicht rummeckern. Doch, will ich. Aber ich mache es nicht. So, weiter nach oben zum Dach. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal gegen Volt kämpfen. Ne? Das wäre jetzt der absolute Hammer. Ja. Aber wir sind keine Monster. Waren da unten nicht noch Monster? 3000 Gold. Aber ich muss bald was einzahlen, wenn das so weitergeht. Ich will aber nichts einzahlen, ich werde es selber haben. Für mich? Ich habe auch Bedürfnisse, Leute. Da. Kann ich den Aufzug überhaupt von hier mal wieder umschalten? Ja, kann ich. Supi. Hier ist der Speicherpunkt, da ist das Dingens. Aber hier wäre das Dach, ne? Oh, eine Katze. Narziss gefangen. Sehr schön, apropos Katze. Hey. Freunde Katzen haben sich da angeschlossen. Ethos. Okay, jetzt habe ich 6. Hä, ich habe doch gerade noch eine gefangen. Ich soll jetzt 7 haben. Täglicher Bonus, okay. Ist das Dach oder da ist das Dach? Dann gehen wir erstmal da hinten hin. In einen Raum hier abchecken. Und dann machen wir Feierabend, bevor wir zum Dach gehen, würde ich sagen. Weil war mir genug Frust und Action und so und irgendwie so was auf einmal. Ach ja. Ja, was? Boah, so eine kleine Dingens hier. Die wird mich nicht aufhalten. Nie im Leben. Aber das wird mich aufhalten. So. Warte mal hier. Bands. Bronzereif. Okay, den kann nur Elise, glaube ich, ausrüsten, ne? Dann. Na, ich hätte gerne A-Verteidigung. Sie muss die Bänder tragen. Wie im ersten Teil. Alles bleibt wie es ist.
Nee. Okay. Finde ich auch. So. Dann speichern wir da unten und kämpfen wahrscheinlich noch mal gegen Volt, so wie ich das Spiel kenne. Und noch schwieriger. Diesmal gehen wir innerhalb von 2 Sekunden down. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Ciao.